Jetzt auf Herrn Pott, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kirchner, wenn Sie den Punkt ablehnen, dass die Anerkennung ausländischer Abschlüsse nicht unbedingt schneller gehen soll, wenn Sie das ablehnen, dann verkennen Sie ein großes Problem, und dann haben Sie scheinbar auch mit noch keinem Unternehmen hier in Sachsen-Anhalt gesprochen. Die klagen alle über einen Fachkräftemangel, die klagen alle über einen Arbeitskräftemangel, und da müssen wir doch bitte schön gegensteuern. Für uns Freie Demokraten ist klar, dass das Land Sachsen-Anhalt aufgrund der demografischen Situation und des Fachkräftemangels auf geordnete Zuwanderung angewiesen ist. Das sind Probleme, die bereits jetzt allgegenwärtig sind. Wenn man mit der Wirtschaft spricht, aber eben auch zum Beispiel mit Vertretern aus dem Gesundheitsbereich, dann wird das deutlich. Der große Brocken wird da aber auch erst noch auf uns zukommen. Denn leider ist es zum Beispiel auch so, dass viele junge Menschen, die in Sachsen-Anhalt studieren oder hier ihre Ausbildung machen, nicht unbedingt hier bleiben. Deshalb, aus all diesen Gründen, ist unser Bundesland auf Zuwanderung angewiesen, um den stetig steigenden Fach- und Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Wie bereits gesagt, sprechen wir Freie Demokraten uns deshalb für eine geordnete Zuwanderung aus, denn nur so kann das Land aufrechterhalten und gestärkt werden in allen relevanten Dimensionen. Dabei ist eine Willkommenskultur nicht zu unterschätzen. Wir werden es kaum schaffen, junge Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, wenn diese sich hier nicht wohl oder willkommen fühlen. Wir müssen diesen Menschen Chancen und Perspektive öffnen. Das ist die Basis dafür, dass die Integration flächendeckend und nachhaltig gelingt. Und dazu zählen außerdem das Mindern bürokratischer Hürden, die Intensivierung von Bildungsangeboten oder eben die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren. Denn genau das ist der Grundbaustein einer gelingenden Integration, und diese ist dann der Schlüssel für nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Wie bereits angesprochen, ist das Thema für Sachsen-Anhalt und für die Zukunft enorm relevant. Die Beschlussempfehlung des Ausschusses greift viele bereits angesprochene Dinge auf. Sprachbildung, auch bereits in den Kitas, eine Willkommenskultur, die Möglichkeit von zeitnahen Arbeitsverhältnissen, Anerkennung ausländischer Abschlüsse und die Einbeziehung der Kommunen. Das alles sind wichtige Aspekte, damit wir in Sachsen-Anhalt in Zukunft dafür sorgen können, dass sich die Menschen wohlfühlen, hier zügig einer Beschäftigung nachgehen können und sich integrieren. Deswegen bitte ich um Zustimmung zur Beschlussempfehlung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Pott. Frau Schüssler hatte sich für eine Zwischenintervention gemeldet. Frau Schüssler, bitte. Dankeschön. Betrifft jetzt nicht unbedingt Ihre Rede, Herr Pott, aber es geht darum, ich war heute Vormittag im Städtischen Klinikum vom Psychiatrieausschuss, Besuchskommission. Es sind 5 Psychiater abgewandert mit Migrationshintergrund nach Bayern und Baden-Württemberg, weil dort die Abschlüsse schneller und besser anerkannt wurden. Und genau das ist ja der Antrag, den wir hier als Änderung eingebracht haben. Danke. Frau Schüssler. Herr Pott, wollen Sie reagieren? Ich würde ganz kurz dazu was sagen. Genau diese Beispiele erleben wir auch tagtäglich im Pflegebereich. Ich habe da ein Gespräch mit dem Uniklinikum Halle geführt, die genau das schon versuchen zu intensivieren, aus dem Ausland Fachkräfte anzuwerben. Teilweise dauert das, wenn man gut ist, dann aber ein Jahr, bis die Fachkräfte hier auch arbeiten dürfen. Ich glaube nicht, dass dieser Zustand haltbar ist, sondern da müssen wir ganz dringend was tun, damit wir dort wirklich auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Vielen Dank, Herr Pott.